So, wir sind zurück. Younes, du hast gesagt, das Spiel, das ist ganz interessant, ne? Jo. Okay, dann ich starte mal auf einem Euro. Wir haben 80 Cent eigentlich mit Doppelfeature-Chance. So setzen sich die 1 Euro gerade zusammen. Ja, dann erzähl mal was hierzu, wenn du das Spiel kennst. Also gespielt habe ich es noch nicht. Ja, okay. Ich habe es gesehen, halt, Ah, ne? okay. Ja, und ich finde das ganz interessant. Es ist so ein bisschen wie Sweet Bonanza. Und ja, da gibt es halt noch so eine Besonderheit. Er kann halt Multiplikatoren fixen, also quasi dann dauerhaft geben, wenn man dann eine Gewinnkombination erzielt. Und das ist halt ja doch schon wieder ein weiteres Upgrade, finde ich, von Sweet Bonanza. Und deswegen wollten wir das jetzt einfach mal ausprobieren. Wäre aber, glaube ich, gleich auch mal auf eine Runde Dawn of Egypt oder so. Legacy haben wir ja schon festgestellt, gibt es hier leider nicht. Ja, aber ist ja auch nicht unbedingt verkehrt, ne, so wie das lief. Ja. Hier brauchen wir aber auch wieder vier Skater, ne, steht ja auch oben drüber. Ja, und Lust hätte auf Midas Golden Touch, habe ich jetzt auch länger nicht. Das hatte ich eben auch noch im Kopf. Oder Geht ja. Sword of Khans. Ja, das, guck mal, das ist nämlich das, was ich meinte. Ich habe es auch gerade im selben Moment wie du gedacht. Und manchmal geht man halt so schon im Kopf die Spiele durch von dem Provider so, ne? Ja. Ja, und da, also wenn wir jetzt zum Beispiel von Push Gaming sprechen würden, da würden dir genau zwei Spiele einfallen, und zwar Mystery Museum und Razor Shark. Ja, Mystery Museum können wir auch nochmal machen. Das war und Razor Shark, ja, die sind ja auch. So, aber das ist das Prinzip, was ich meine, wenn du so ein bisschen über Slots nachdenkst, dann gehst du nach Provider in deinem Kopf und dann denkst du dir so, okay, das Spiel, das Spiel. Und dann hat man, wie man sieht, dann auch öfter mal die gleichen Gedanken. Und? Das Studium fruchtet. Aber es ist wirklich genau wie Sweet Bonanza. Na, Die jetzt ganze macht Zeit. er irgendwas mal drei. Das Ja, war's. wenn er jetzt eine Gewinnkombination erzielt hätte, ne? Okay. Boah, bis Aber jetzt es ist auch das Spiel, aber nur. genauso wie Sweet Bonanza, ja. Oh ja, da ist es doch. 15 Free Spins. Let's go. Hoffentlich sind hier nicht wieder irgendwelche Musiken, die Theater machen. Also ich war bei Bonanza echt überrascht, dass der bei Big Bass Bonanza, ne, war das. Oh, dass der mir da mal etwas reinknallt, hätte ich nicht gedacht. Steckt ja erstmal keine Band hinter, so viel ist ja schon mal Keine sicher. Ahnung. Das ist aber genau wie bei dem Merkur-Spiel damals, dieses Oktoberfest-Spiel. Auch die Musik wurde angeprangert. Ja, aber bis jetzt noch gar nichts kommen. Nee. Das kam so random und so unerwartet. Jetzt klatscht mal Multi runter. Ja, okay. Der Zweier-Multi, der wird jetzt gefixt. Der bleibt jetzt stehen. Nochmal noch ein paar gute Was Win-Kombinationen wieder. heißt gefixt? Wo ist er? Ach, da. Ah, da. Zack. Und jetzt wird die mal zwei Ach, oben dahinter. links steht er jetzt mal 4. Ja, okay. Genau. Und das geht jetzt so weiter. Und du kannst halt auch, glaube ich, ein mal 100 kriegen oder so, glaube ich. Na komm, 5 Spiele, jetzt mach mal was. Ja, irgendwas macht er mal 3 noch, aber Nee. kein Gewinn. Nur wenn er quasi den Gewinn Ja, kombiniert. ja. Also okay. Da sind noch. Guck mal, die bleiben alle dann jetzt für die nächsten 4 Spiele. Okay. Jetzt Multi muss aber L. mal was kommen, halt. Ja, jetzt kann es aber auch interessant werden, ne? Da wieder Schade. nix. 2 Runden noch. Ja, Okay. okay. Hat leider nur 20 Cent, sah ein bisschen mehr aus.
Ah, und es muss noch ein weiterer Multiplikator kommen, damit der Multi da drauf gezählt wird, habe ich gerade Also gesehen. jetzt. Okay, ja, perfekt. 15. Komm, zähl weiter. Schön. Something. Oh, na, haben wir ja wenigstens Geld wieder. Und letzter Spin. Oh, ja. Ah, schade, war Schade. nix. Okay, schade. Ja. Ist jetzt nicht die Monster-Serie, aber dafür, dass es so unerwartet kam, okay. Darf gerne noch mal so unerwartet kommen. Ding, ding, ding. Ja, das war. Es wäre zu perfekt gewesen. Ja. Und? Den Sechser Multi nimmt er mit auf jeden Fall. Und jetzt lass mal was nachrutschen hier. Jo, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt noch mal Freispiele kommen im Spiel, wenn man sie gerade hatte. Ja, ist schwierig zu sagen, ne? Es Würde ich kann. sagen, tu mal bei 5, 20 mal runde Dornen. Es ist halt so willkürlich, dass man das überhaupt nicht sagen kann, ne? Ja. Ach komm, mach mal 15. 15. Boah. Komm Soll jetzt, ich dir. Enter. Das wäre unerwartet gewesen. Boah, Oh. drei, aber brauchen vier, ne? Schade. Ja. So nah und doch so weg, weit weg. Aber dann fragt man sich dann doch trotzdem, ob denn vielleicht die Doppelchance gar nicht notwendig gewesen wäre bei den vier Skettern, ne? Ja. Es sind halt auch jedes Mal 20 Cent, die weggehen, das darf man nicht vergessen. Ja. Das summiert sich irgendwann. Eigentlich auch blöd, so Spiele zu machen, wo man immer noch einen Zusatzeinsatz machen muss, um eine bessere Chance auf irgendwas. Oh, jetzt habe ich einmal zu viel gedrückt. Jetzt können wir bis 500 machen. Oder wenn wir wieder auf 15 kommen, dann. Wenn man also wenn man das Spiel so wie früher mit 100 € maximal spielen kann, sind das 25 € Zusatzeinsatz für die Chance. 20. Wir haben 80 plus 20. Nee, das sind aber, meine ich, trotzdem 125. Aber es ist trotzdem halt viel Geld für einen Zusatzspin, ne? Für eine Zusatzchance, meine ich. Ah, und wieder nichts. Und raus. Ah ja, jetzt. 40 Cent. Ach, die schenke ich mir. Gut, bis gleich, Leute. So, wir sind zurück mit Dawn of Egypt. Ich habe jetzt einfach mal Lust da drauf. Mal schauen, ob das Spiel mal was reißt. Einfach mal ein paar mehr Spins als wie 3 oder 4, ne? Ist ja wirklich, finde ich, sogar öfter als wie bei Legacy of Egypt, ne? Fast. Ja, dass er 3 oder 4 gibt. Ja gut, aber da fast ja vom Grundprinzip her weniger, ne? Ja, es ist irgendwo richtig, ja. Man kann die Feature nicht genau miteinander vergleichen, weil hier wird halt mit den Symbolen gespielt und bei
Legacy halt mit dem Multiplikator, ne? Fängt aber schon sehr gut an hier. Ja. Mach Immer doch auf mal. 80 ein paar Runden. Ah. Pass auf, jetzt geht der rein direkt. Oder? Weil du gelacht hast, wahrscheinlich nicht. Ja, hat er sich Hat erschrocken. er sich gedacht, ja. Meinst du, man ist der Einzige, wenn man sagt, dass man irgendwann sich schon mal eingebildet hat, dass der Automat irgendwelche Fluchereien oder Diskriminierungen einfach irgendwie versteht? Keine Ahnung. Also ich habe schon Und öfter mit Kollegen... da ich Ah, weder großartig fluche noch beleidige, kann ich das nicht mal sagen. also ich muss schon sagen, dass meine Jungs auf jeden Fall mir schon öfter gesagt haben, ja, ich habe dann geflucht und so und ich habe... Irgendwie manchmal glaube ich, dass der Automat das Sag hört. ja auch immer, man muss nur motzen. Jo, ist so. Manchmal ist es halt dann aber auch wirklich genau der Moment, wo dann auch wirklich Freispiele kommen, ne? Also. Ja. Die Automaten-Stories aus der Kneipe. Gehen nochmal auf den Euro, gucken, ob er da jetzt vielleicht mal was zückt. Aber prinzipiell jetzt von der Auszahlungsquote her, ne, müssten doch Automaten, die im Casino stehen, ein bisschen besser bezahlen als Kneipenautomaten, oder? Weil die halt auf Wirtschaft eingestellt sind, oder? Keine Ahnung. Also prinzipiell im Casino, ja, aber was nützen dir die besten Quoten, wenn du zum falschen Moment am Automaten sitzt? Ja, natürlich, überhaupt nicht. Aber es hat mich halt mal interessiert, ob das irgendwie muss ja Unterschiede geben da, ne? Weil ich sagen muss, so im Verhältnis, wenn ich mit den Jungs in der Kneipe war und da mal ein bisschen Geld gedaddelt hab, ist das eher besser ausgegangen als wie in der Spielo. Man sagt ja, dass wenn die auf Kneipe stehen, dass die nicht ganz so dynamisch sein sollen. Das kann natürlich für dich, erstmal wenn du 10 Euro reintust und 30 Euro dann rausholst, dich erstmal besser gelaufen sein. Ja, auf die Spiele, auf die man wieder baut, kommt dann wieder nichts. Leider. Ja. Komm jetzt. Oh. Zumindest zahlt er ein bisschen Kleingewinner. Ja, aber der hat ja trotzdem fast 30 € weggefressen. Echt mal. Schäm dich. Aber bei 370 Ende, oder? Oder willst du noch ein Ja, bis bisschen? drei, bis, hey, genau, bis 270. Bis 470. Ja, richtig. Ja, ich guck mal bis 450 oder so oder 460. Bin mir ziemlich sicher, der geht noch rein. Es wäre cool gekommen, wäre dir das nicht aufgefallen oder hättest du mich nicht darauf hingewiesen. Auf jeden Fall noch eine Weile hier gesessen. Also wie der läuft, keine 5 Minuten. Haut nichts nach, schade. Och, hätte er wenigstens mal ein Wild oder so noch dahinter packen. Komm jetzt, er hat gehört, dass wir Schluss machen wollen. Mal gucken. Ah. Ah, komm mal, 4,50. Probier's noch. Das hat er sich nämlich gedacht. Ja, er dachte, komm, ich schau's halt, dann macht er bestimmt noch mal 10er weg. Genau. Damit ich wem anders dann auf 20 Cent den 10er wiedergeben kann. Genau. Eigentlich eine Frechheit, ne? Dafür, dass es halt der höchste Einsatz ist, dass er halt wirklich. Man kann halt nicht viel variieren. Man möchte ja auch schon so ein bisschen, ne? Auch mal das Gefühl haben, auch zu gewinnen, klar, ne?
So, wenn du dann irgendwie auf 40 Cent spielst oder so, dann bockt das vielleicht auch einfach nicht so, ne? Da hast du halt nicht so viel Spielraum. Ja. Und ich meine, für die Zuschauer natürlich klar, man denkt ja auch immer so ein bisschen daran, man kann schon irgendwo verstehen, dass 20 Cent, 40 Cent vielleicht jetzt nicht unbedingt so anspruchsvoll und interessant ist wie 1 Euro logischerweise, ne? Ja, letzter Dreh. Okay, Leute, wir suchen was Neues raus und schauen mal weiter. Bis gleich.